Auf ihre verzweifelten Suche nach einem Heilmittel für ihre Mutter hat Lithariel begonnen, sich in die Uruk-Festung hineinzuwagen. Von ihrer jetzigen Mission ist sie nicht zurückgekehrt. Super. Welch Schande. Wenn du wahrlich gar nichts weißt, bist du mir nicht von Nutzen. Wenn ihr mit ihr fertig seid, hängt sie. Alter, hast du eine geile Fresse? Sorgt dafür, dass der Grabwandler sie finden kann. Du bist nirgendwo im Feind. Sag uns, wo er sich versteckt und wir töten dich schnell. Das war Lithariels Schrei. Wir müssen sie schnellstens finden. Bewahre Ruhe. Panik erschwert nur deine Schritte. Ja, wir haben immerhin 8 Minuten. Wer glaubst du? Es scheint, als seien all ihre Männer tot. Deshalb müssen wir sie finden. Sie hat niemanden mehr, der ihr beisteht. Zauberer müsste nur mit den Fingern schnippen, um dich an deinen eigenen Gedärmen aufzuhängen. Unseren Anführer schon ewig nicht gesehen. Wo versteckt er sich? Hat sich irgendwo gemeinsam mit den ganzen anderen Magen verkrochen. Der schlimmste Anführer, den wir je hatten. Hey, beruhige dich mal. Wenn ihr das zu hören bekommt, schickt er die Henker bei uns vorbei. Ja, wir sind unter Zeitdruck, aber meine Güte. Hast du den Turm gesehen? Seine Rüstung versprüht. Die Menschen sind schwach. Sie werden von einer Frau angeführt. Die Wölfin kämpft wie zwei Männer. Jetzt nicht mehr, seitdem sie in Ketten liegt. Die Frau von der Küste war uns ein Dorn im Auge. Ich werde die Schreie hinter. Komm schneller hoch. Nö, ist alles. Hab ich mir wohl nur eingebildet. Menno, bleibt wachsam. So, 6 Minuten, um einen zu brandmarken, dürfte drin sein, oder? Wahrscheinlich Ratten. Du willst immer noch kämpfen? Dann bin ich dein Gegner. Hä? Und jetzt finde ich keinen mehr, oder wie? Wird's doch jetzt hier noch einer finden? Gib mir nur eine Gelegenheit. Das ist alles, was ich brauche. Was du brauchst, ist eine Prise Verstand. Ah, komme ich darüber, ohne gesehen zu werden? Nee. Bin froh, dass wir den Hauptmann los sind. So ein nutzloser Haufen Schrack. In der Tat. Ja, beweg dich bitte. Achso, wir haben sie schon gefunden. Vielleicht fängt sie an zu plaudern, wenn du sie ein bisschen aufschlitzt. Runter auf die Knie! Was mit der Wahrheit, bevor ich sie aus dir rausprügel. Wo ist der Grabwandler? Ist der Grabwandler? Hier bin ich! Verdammt euch nicht! Schneidet nochmal in mein Fleisch, wenn ihr euch traut! Sie
Sie zwang mich zuzusehen, als sie meine Männer einen nach dem anderen töteten. Ich kenne dieses Gefühl. Wir müssen uns beeilen. Die Uruks erheben sich, wenn ihre Brüder fallen. So auch mein Stamm. Plane deine Rache erst, nachdem wir entkommen sind. Ich bin nicht auf Rache aus. Ich kämpfe, weil es falsch wäre, es nicht zu tun. Einmal an das Training! Der Turm ist zurück! Der Turm ist zurück? Schöne Scheiße. Jetzt muss ich die Frau hier rausschleppen, ja? Könntet die Überläufer! Talion, ich vermag nicht mehr, mein Schwert zu ziehen. Dann ziehe ich es an deiner Stelle. Aber lässt du die Frau mal in Ruhe, du verdammter... Nein! Nein, 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 nein! Ich bin bloß eine Bürde für dich, Talion. Du wurdest meinetwegen verletzt. Ich bin dir bloß eine Last. Du hast den Geist eines Kriegers. Noch nie traf ich eine Frau mit solch einer Kampfeskraft. Ich hatte keine Wahl. Im Angesicht der Dunkelheit ist es unsere Pflicht, für das Licht zu kämpfen. Ich hab mich gesehen. Denkt ihr, er ist endlich gestorben? Ja. Hier ist er nichts. Er hat etwas Ärger gemacht und sich dann verzogen. Ach du Scheiße. Beeilen wir uns. Mein Bein mag gebrochen sein, aber nicht mein Geist. Der Turm Saurons fragte mich, wo du dich verbirgst. Doch ich habe dich nicht verraten. Hast du mein Vertrauen in dich bestärkt? So wie du. Wo ist denn die Frau? Erstmal muss ich den Typen da aus dem Weg. Der Tag ist längst weg. Ah, da bist du. Sorry für die vielen Orks, die so oft hier drauf landen. Welche Gedanken verleihen euch in der Schlacht Stärke? Ich liebe dieses schöne Gefühl, alles was schwach und elend ist zu zerquetschen. Das ist ein Haufen Matsch im Haar. Oder sind das deine Broschen? Der Ansturm kennt kein Ende. Mein Schwert kann nicht endlos zuschlagen. Bleib mal liegen, Tante. So, wer ist denn jetzt noch auf unserer Seite und wer nicht? Sind die alle so schnell tot oder übernehme ich die so schnell? Ach, komm, Mädel, noch 70 Fuß. Unser Häuptling zu Reitläufer ist ein noch größerer Feigling als ein Haus zu. Nur weil sie Angst haben, was er mit ihnen anstellen könnte. Verarscht ihr gerade euren Herrn? Hör ich das richtig? Angst und Respekt wirken viel besser. Ja, ruh dich aus. Warum tust du das? Um die Blutung zu stoppen. Nein, warum hast du mich überhaupt gerettet? Ich hatte einst eine Familie. Eine Frau und ein Sohn. Und ich begrub sie und jeden, der mir nahe war. Bleib bei uns. Meine Mutter kann dir helfen. Ich kann nicht. Ich gehöre hier nicht her.
Mein Volk wird dich als Helden ansehen. Da drüben! Dass du allein laufen kann. Ist das deine Antwort? Milady, helft ihr! Ihr seid verletzt. Lasst mich helfen. Ihr müsst diesen Ort sofort verlassen. Ihr seid hier nicht sicher. Danke, Waldläufer. Dann wohl jetzt zum Turm. Guck mich so bedeppert, ich kenne das. Selbstaufgabe ist scheiße, aber muss halt sein. Auftrag abgeschlossen. Letariel und ihr Volk werden Mordor nicht überleben. Entweder gehen sie oder sie sterben. Dafür wird die Schwarze Hand schon sorgen. So. Herr von Mordor, deine Streitkräfte erwarten deinen Befehl. Die Zeit ist gekommen, einen vernichtenden Schlag gegen die Schwarze Hand auszuführen. Ist es schon soweit? Ja komm, ist erst 2:30 und ich habe 4 Terabyte Platz zum Aufnehmen. Warum nicht? Fähigkeiten freischalten. Oh, die letzte Fähigkeit, wenn man mal so will. Bing! So, hier fehlen mir noch immer haufenweise Dingspunkte. Habe ich jetzt aber auch gerade keine Ahnung, wie ich bekomme. Es sei denn, ich verkaufe halt sämtliche meiner Runen und das werde ich garantiert nicht tun. So, noch in etwa 100 Meter. Bis zu sowas, was schon fast wie das Finale aussieht, oder? Mal gucken, hier bei Parendiz. War das hier? Nö, oder doch? Artefakte, Natur, Personen, Überlieferungen, Visionen, Einführungen, Tipps. Wo waren denn die Aufträge jetzt schon wieder? Verbesserung, Attribute, Fortschritt. Ach, da haben wir es ja. Ein Hauptauftrag und noch 15 ausgestoßenen Rettungen. Aber wie gesagt, die sind dann nicht mehr heute dran. Der Hauptauftrag ist das Wichtige jetzt. Na, ist toll, der... Wer wohl am schlausten mein Schwert stets griffbereit zu halten, für den Fall, dass der Grabwandler plötzlich vor mir auftaucht. Da! Ja, wir werden dich in die Stätte hacken! Ich nehme jeden, den ich kriegen kann im Moment. Denn sonst werde ich gleich ziemlich doof aus der Wäsche gucken. Hm, er ist wohl abgehauen. Weil mir auffällt, vielleicht sollte ich noch vorher da unten mein Dings auffüllen. Irgendwie fühlt sich das da unten gerade nicht auf. Na gut, dann ist mir das auch egal. Oder doch nicht? Ah, now we're talking. Ist immer noch nicht voll. Du sollst doch töten. Du sollst nicht ausschalten, du sollst töten. Also, du weißt, du sollst so ausschalten, nicht so ausschalten. Du, wir verstehen uns schon, Tarion, ne?
Finster. Finde ich gerade gar nicht so. Mist, einer rennt da hinten gerade. Da soll er doch rennen. Ich habe da noch zwei, die auf meiner Seite stehen. Ich glaube, der Waldläufer ist in der Nähe. Hast du etwa Angst? Ich hoffe nicht. So, jetzt aber. Jetzt ist das Ding voll, jetzt kann ich notfalls den Turm abschlachten ohne Ende. Auf in den Kampf. War gar nicht der Turm. Herr von Mordor, deine Streitkräfte erwarten dich, hatten wir eben schon. Na, ein Glück sehe ich aus wie der dunkle Waldläufer und nicht wie dieser Sith da. Wir möchten dir danken, dass du uns Hilfe leistest, Kapitän. Ei. Ich hätte nie gedacht, dass meine Schmuggeleien jemals von der Königin so wertgeschätzt werden, Milady. Sie sind hier. Orks. Das sind üble Zeitgenossen. Aber ich habe schon Schlimmere verschifft. Halt die Planke gerade! Hey, nichts anfassen! Königin Marvin. Es tut gut, euch wohl aufzusehen. Die Boote sind bereit. Die Kapitäne wurden über dein Ziel informiert. Gut. Wie lange werden diese Orks dir gehorchen? Ich schätze, solange ich es will. Ich stehe in eurer Schuld. Wir schulden dir unser Leben, Talion. Setz diesem Wahnsinn ein Ende. Milady? Nur ich weiß noch immer nicht, wo es hingeht. Jedenfalls nicht genau. Hätte vielleicht mal zuhören sollen. Jetzt vernichtet das Spiel von selbst, das wär's noch. Schrak! Der Schrak lässt uns Stück für Stück ausbluten! Der Schrak streckt uns nieder! Er stiehlt unseren Verstand, stiehlt unseren Willen! Er nimmt uns Mordor! Genug! Genug! Er füllt die Luft mit Uruk-Schrei und tränkt den Boden mit Uruk-Blut! Helio! Hab ich schon mal erwähnt, dass er geil aussieht mit seinem eingebundenen Kopf? Dies ist unser letztes Treffentag. Sogar ich verliere die Geduld mit dir. Und ich meine mit dir. Na komm schon. Aua. Hauer, hauer, ha. Verabschiede dich vom Leben. Endlich bist du ruhig. Nein. Die letzte Abrechnung steht bevor. Die Festung der Schwarzen Hand. Verräter, Stufe 23. Na, das ist ja mal interessant. Was macht denn das Ding? Erhöht den durch Waffen verursachten Schaden bei Angriffen von hinten um 33.
die halten wir in Ehren, denn der Typ war cool. Spieleinstellungen, Fotomodus, deaktivieren, aktivieren. Ich meine, ey, wenn hiervon kein Bild, wovon dann? Der Herr mit dem flammenden Schwert. Jetzt muss ich da nur noch viel näher rankommen. Mal wieder einblenden. Warte, Distanz vielleicht verringern. Komme ich noch tiefer, ohne jetzt direkt... nicht wirklich, oder? Schade eigentlich. Muss man es halt der Fantasie überlassen. Oder aus dem Winkel hier kommt auch ganz cool. Menno! Ich bin viel zu komisch gerade justiert mit dem Ding. Ich will eigentlich gerade ranzoomen. Fokustiefe, Filter, Vignette. Warte mal, vielleicht die Fokustiefe, Intensität, Abstand. Ach so, das ist der Fokus, verstehe. Wie kriege ich den wieder weg? So nicht. Warte, ich hab's gleich. Brennweite etwas höher, etwas tiefer. Ach, ist ja im Prinzip auch egal. Oder auch nicht. Na super, jetzt hat er sich das auch noch gemerkt. Gut, die Brennweite bitte ganz hoch, sonst sieht man hier gar nichts mehr. Der Abstand, ja, auch noch höher. Kommen wir der Sache schon näher. Ach, wir lassen das jetzt einfach so und dann ist gut. So, ich müsste jetzt genug haben. Zeit zum Morden. Bin ich auch dafür. Genug mit dem Scheiß, Zeit zum Morden. Waffen und Runen. Achso, ich kann mir gar keine Orks mehr angucken.